Ich will dieses Jahr unbedingt den Marathon New York laufen. Ich trainiere dafür auch schon regelmäßig, zwei bis dreimal die Woche. Bin auch schon bei 17 Kilometern, also lief bisher eigentlich immer ganz gut. Aber heute war es anscheinend ein bisschen viel. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe nichts gezerrt oder so. Das wäre echt nicht gut. Ich versuche einfach noch mal ein bisschen zu belasten. Oh nee. Nee. Wenn man zu viel will, wenn man über seine Grenzen hinausgeht, wenn man immer mehr möchte, als man eigentlich schaffen kann, dann ist das Ergebnis oft eine Enttäuschung. Das ist beim Sport so und genauso beim Lernen. Und deswegen ist es bei beidem wichtig, immer wieder an Pausen zu denken und die auch rechtzeitig und zur richtigen Zeit einzuplanen. Ja, müsste eigentlich wieder gehen. Ich versuch's einfach nochmal. Oh Mist! Oh, nee. Nee. Geht nicht mehr. Mann, ey. So ein Mist. Wir, das psychologische Team von der Zentralen Studienberatung, führen einmal Einzelberatungen durch, zu der Sie jetzt auch hier sind. Und außerdem bieten wir Studientrainings an zu verschiedenen Lernthemen, zum Beispiel Konzentration oder Motivation. Ja, ich studiere Elektrotechnik und habe da auch schon meine Bachelorarbeit geschrieben. Aber ich muss da noch eine Klausur bestehen in höherer Mathematik. Da bin ich leider zweimal schon durchgefallen. Das ist jetzt deswegen auch mein letzter Versuch und da hängt alles von ab. Deswegen weiß ich gerade nicht genau, wie ich das noch bis zur Klausur hinkriegen soll mit dem ganzen Lernstoff. Haben Sie schon mal einen Lernplan gemacht? Ja, habe ich. Prima. Also jetzt in der vorlesungsfreien Zeit lerne ich immer montags, dienstags, donnerstags und samstags von 9 bis 20 Uhr. Und mittwochs, freitags und sonntags gehe ich halt auch immer joggen und kann deswegen dann immer nur bis 19 Uhr lernen. Ich laufe dieses Jahr nämlich den Marathon in New York mit. Hatte ich mir so überlegt, als ganz persönliche Belohnung, wenn ich Hömer geschafft habe und dann auch endlich mein Studium in der Tasche habe. Ein Tag mit 11 Lernstunden kann nicht produktiv sein. Tatsächlich empfehlen wir am Tag 6 bis maximal 8 Stunden effektive Lernzeit einzuplanen. Außerdem sollte man einen freien Tag in der Woche einplanen. Und wenn man lernt, dann nicht vor 6 Uhr morgens und auch nicht nach 22 Uhr abends. Okay, also würde ich dann von 9 bis 17 Uhr nur lernen. Mhm. Und den Samstag würde ich frei machen. Ja, super. Und jetzt bräuchten Sie noch einen Puffertag zur Sicherheit.
Das wäre doch dann der Samstag. Nee, der Samstag ist Ihr freier Tag. Da machen Sie wirklich gar nichts. Der Puffertag ist dafür da, dass Sie das, was Sie nicht geschafft haben, noch aufarbeiten können. Pausen sind keine Puffer. Ganz wichtig. Pausen sind total wichtig, um unseren Akku wieder aufzuladen. Der ist nämlich viel schneller leer, als wir häufig denken. Nach ungefähr 45 Minuten sinkt unsere Konzentrationsfähigkeit enorm ab. Deswegen empfehlen wir nach dieser Zeit eine kleine Pause von so 3 bis 5 Minuten. Nach weiteren Lernen sollte man dann nach insgesamt 1,5 bis 2 Stunden eine Pause von ungefähr 20 Minuten einlegen und insgesamt nach 3 bis 4 Stunden Lernen eine ausgedehnte Mittagspause mindestens 1 Stunde. Okay, also wenn ich das jetzt so alles einplanen würde, dann lerne ich ja eigentlich viel weniger pro Tag als davor. Dann weiß ich nicht, ob ich das so mit dem ganzen Stoff bis zur Klausur noch hinkriege. Ja, deswegen ist es generell wichtig, dass man immer früh genug anfängt. Und jetzt, das können Sie auch noch umsetzen, ist es wichtig, jeden Tag ganz gezielt zu lernen und ordentlich Pausen zu machen. Und das führt dann auch zum größtmöglichsten Erfolg. Letztendlich ist es wie beim Sport. Wenn man seinen Körper nicht überlastet und wenn man ihm Ruhepausen gönnt, dann kommt man nachher sicher ins Ziel und hat auch mehr Erfolg. Okay, dann würde ich von Montag bis Mittwoch, Freitag und Samstag von 9 bis 13 Uhr lernen und dann bis 15 Uhr Pause machen. An den Tagen würde ich dann in der Pause joggen gehen und dann würde ich im Anschluss nochmal 4 Stunden lernen. Donnerstag ist ja dann mein Puffertag und Samstag mein Feiertag. Ja, da müsste ich wohl nächste Woche schon anfangen, sonst klappt das mit dem ganzen Stoff nicht bis zur Klausur. Ja, dann vielen Dank. Ja, bitteschön. Da wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Erfolg. Dankeschön. Sie kriegen das so sicher sehr gut hin. Danke. Okay. Ja, dann alles Gute Ihnen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wenn man beim Lernen Puffer und Pausen vergisst, dann geht das oft nicht gut aus und man schafft auch nicht alles. Und beim Sport ist es ähnlich. Da steigt dann das Verletzungsrisiko, da fällt man auf den letzten Metern dann vielleicht hin.